Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Metroid. Wir haben zum Schluss des letzten Parts noch die genau das bekommen, die Screw Attack. Na. Danke. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist die Screw Attack ein sehr innovativer Angriff, der Gegner kaputt macht. Wo bin ich jetzt gerade? Moment. Das ist Screw Attack. Ernsthaft? Schauen wir mal. Geht's aber runter? Wo bin ich jetzt? Würde mich ganz gern interessieren. Ich muss aufpassen mit meiner Lebensenergie. Ich habe bald keine mehr. Also fast alle Luftgegner haben nichts mehr zu lachen. So. Also, hier geht's runter. So. Wieso geht's nicht runter? Komisch. Sehr, sehr komisch. Überhaupt nicht komisch. Überhaupt nicht komisch. Ernsthaft, da oben hin. Also, oder hier unten. Gut. So. Gut, gut, gut. Ich wüsste immer noch ganz gern, wo wir sind. Ist das Geniale an das Screw Attack. Solche Gegner können mir mal am... Ihr wisst, was ich meine. Vorne. What the hell? Also, hier. Gut. So, mal gucken, wo ich jetzt bin. Gute Frage, wo bin ich jetzt? Ah, ich glaube, ich bin jetzt hier. Der Karte. Und wenn ich hier jetzt lang gehe, bekomme ich was Schönes, nämlich einen ich muss unten lang gehen. Nein, gut. Ich dachte schon. Einen ja, ganz genau. Energiecontainer. Wenigstens weiß ich wieder, wo ich bin. Aha, gleich mal von meiner schönen Liste abstreichen.
Und zack, zack. Gut, noch 1, 2, 3, 4 Items zu holen. Okay, und davon ist eins eine neue Waffe. So viel sage ich schon mal. Aber welches ist oder welche noch fehlt, sage ich nicht. Muha. Aber wer Metroid kennt, weiß, um welche es sich handelt. Und das sind, denke ich mal, die meisten. Gut. Also. Na, gut. So. Jetzt kann mir eigentlich gar nicht mehr passieren. Nö. Ich habe jetzt, wie viel Energietanks? 5. Und dann noch mal 74. Also 6 Energieeinheiten habe ich, kann man so sagen. Ja, das war selten schlau. Das war noch schlauer. Wenn du jetzt mal bitte hochgehen würdest. Danke, Samus. Gut, und da wir das liegen gelassen haben, kommen auch keine Gegner mehr aus der Röhre, bis das verschwindet. Das ist eigentlich der Trick dabei. So. Gut. Ich rush hier gerade. Ich renne hier gerade durch. Ich möchte das schlimme Wort nicht erwähnt haben. Ich kann gleich so rum. Wenn ich hier lang gehe, komme ich irgendwann an ein Ende, wo es nach unten geht. Ja, es gibt so viele geheime Passagen hier in Metroid, das glaubt man ja gar nicht. So. Gut. So. Aha. Haha, genau hier. Hier, genau. Plock. Und unten sind wir. Jetzt hier lang. Dann kommen wir in einen längeren Raum. Ja, wenn ich mal treffen würde irgendwann. Ja. Gut. Ja. So. So. Slow Motion. Gut. Das war der längere Abschnitt. Und hier geht's dann runter. Hier hinten bestimmt wieder. Hier hinten wieder. Jo. Gut. Autsch. So, jetzt hier durch. Und na. Na. Danke. So. Und dann haben wir hier Nummer 1. Vergessen die Nummer 2. Ich sagte Nummer 2. Gut. Zwei weitere Raketencontainer, die ich mal gleich von der Liste abstreichen werde.
So und so. Und ja, gleich in der Nähe befindet sich noch was Schönes. Für die Gegner weniger schön, aber für uns sehr schön. Aber wir müssen zunächst erstmal wieder hoch. Hoch das Bein und mit dir macht 1, 2, 3. So. Gut, gut, gut. Jetzt nur noch wieder hoch. Also. So. Gut, jetzt nach da. Allerdings gibt es doch einen Nachteil der Waffe, nämlich wenn wir die neue Waffe angelegt haben, haben wir keinen Eisbeam mehr und können die Gegner nicht mehr einfrieren. Das ist der Nachteil. Aber ich sag noch nicht, was die Waffe kann. Es ist und bleibt ein Rätsel. Das aber nicht, dass ich mal wieder Blödsinn gemacht habe. Hopp. So. Jetzt mal wieder einen kleinen Viereck. So. Hier wieder. So. Gut, gut, gut. Und mal wieder die Rätselmusik. Und 1, 2, 3, 5. Danke. Und ein neuer Beam. Es ist der Wave Beam. Und ich kann, wie ihr seht, durch Wände schießen. So. Das ist sehr, sehr praktisch. Außerdem ist er noch stärker. So. Allerdings sind die Gegner noch genauso blöd. Ja, aber die kann ich trotzdem nicht. Ach, die kriege ich mit einer Screw Attack fertig. Ja, schön, dass mir auch mal jemand was sagt. So, hehehe. Na gut. Dann gibt es außerdem noch na noch einen Raketencontainer hier, wenn wir weitergehen. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt nicht getroffen hat. Trifft anscheinend nur manches und manches wieder nicht. So. Gut. Immer. Aber wirklich immer. So. Na gut, sei es wie es wolle. Auf jeden Fall werden wir den Eisbeam nicht zum letzten Mal gesehen haben. So viel garantiere ich euch. Gut, das war der letzte
Missile Container hier in Norfair. Und da wir schon mal bei Ridley waren, werden wir uns dort gleich in wenigen Sekunden wiedersehen. Bis gleich, Leute. Hallo. Da bin ich wieder. Na. Bei Crate's Lair. Jetzt angekommen. Und die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Aha. So. Puh, gut. Und hier befindet sich gleich das nächste Item. So. 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 Hier geht's ja runter und drüber. Drüber und runter. Auf jeden Fall. Sag mal, sieht gerade komisch aus. Haben wir den Missile Tank. Missile Container, besser gesagt. Streich mal ab. Und weiter geht's. So. So. Oh je. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Und... Na. Ah. So. Und weiter geht das. Liebe Zeit. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch nicht waren. Kann das sein? Aber mit einer Karte findet man sich immer besser zurecht. Oh, rot und grün sehe ich gerade. Die grünen scheinen Energie wieder herzugeben und die roten auch. Nee. Nee, nee. Daran lag es nicht. Hier irgendwo noch was ist. Ha. Fisch ich mich? Scheint so. Moment, jetzt muss ich mal rasch gucken. Ich bin richtig. Aha.
Ernsthaft? Na gut. Kommando zurück. Denn wir sind hier falsch. Gut. Hahaha. Sind wir falsch gegangen. Weil so hätten wir mit dem Eisbeben einen Gegner einfrieren müssen und zu einer Kugel machen müssen und dann rüberrollen. Ne? Aber haben wir nicht. Also müssen wir, glaube ich, von unten heraus. Ach, wir machen es jetzt einfach so. Fertig aus Mickey Maus. So. Oh oh. Kirschsuppe. Nein, 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 nein. Kirschsuppe? Seit wann gibt's Kirschsuppe? Okay. Ach, Mann, jetzt hat sich's aber mal ausgelenkt. Gut. Okay, jetzt können wir runter. So, hier ist nichts. Das soll uns nur in die Irre führen. Dann ist hier der Weg zum Endboss. Also geht's hier lang. Eine Blind. Wieder lustig. Ja, genau. Ich bin ganz eurer Meinung. Übertreibt gar nicht. Übertreibt immer sowas von gar nicht. Wie ihr übertreibt. So, hier sind die Raketen. Nach all der langen Zeit. Nein. Hinaus. So. Gut, gut, gut. Haha. Und wie wenig Energie ich habe, das ist faszinierend. Und dass hier kein Weg ist, ist noch faszinierender. Holla, da komme ich wohl nicht mehr ran. Sei es wie es wolle, ich mache an dieser Stelle Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann und ciao.